Was geht, Leute? Was geht? Ey, ey, ich freue mich so, ne? Ich freue mich so. Und vor allem, ich habe mitbekommen, ne? Weil ich oft, das Ding ist, ich tue oft einfach aufnehmen und finde dann manchmal die Dateien nicht mehr, ne? Und dann lade ich es hoch, weil das Ding ist, wenn ich bei YouTube bin und du hast halt diesen YouTube Upload Button da oben, ne, in der rechten Ecke, dann klicke ich meistens da drauf und dann kommt ja direkt der Ordner, ja, aber wenn ich normal den Ordner halt auswähle, dann finde ich irgendwie die Datei nicht. Und jetzt habe ich endlich das mal geschafft, die Datei zu finden, weil ich einfach so blöd bin. Ich bin einfach, also, unglaublich blöd, ja. Und habe es jetzt endlich auch mal getestet und habe die ganze Zeit gemerkt, dass man hört mich gar nicht. So in den ersten, keine Ahnung, 5, 6 Videos oder was, hört man mich gar nicht. Ich meine, ich habe ja diese Videos gemacht, wo ich die ganzen Einheiten vorgestellt habe, ne? Aber ich glaube, das habe ich auch nur auf TikTok hochgeladen, ne? Und das Ding ist halt, da habe ich halt die Musik komplett ausgemacht und ich habe auch nicht geredet, so man hat nur quasi die Einheit gehört sozusagen, ja, die Einheit, ja, die Einheit einfach. Und deswegen, also es ist schon irgendwie lustig einfach. Ist schon wirklich lustig, weil ich echt blöd bin. Und ich schau halt auch, also ganz ehrlich, ich schau halt nie dann danach auf das YouTube-Video, weil ich mir dann denke, so gut, ich habe es hochgeladen, ne? Es dauert ja auch, also es braucht ja so ein paar Minuten, so 15 Minuten oder was weiß ich, keine Ahnung nochmal, ne? Und dann oft schließe ich YouTube einfach, ja, und mache den PC manchmal danach auch aus. Ne? Wenn ich weiß, es ist hochgeladen und schaue mir das halt einfach nicht an. Also meine Videos sind einfach wack. Ja, aber jetzt hört man mich endlich, ne? Und ich bin auch endlich jetzt froh, dass ich alles so wenig so auch hingekriegt habe, ja. Ja, Leute. Yeah. Ich muss es einfach mal machen, ne? Ich bin einfach jetzt heute mal cringe. Okay. Ja, wo fangen wir an? Wir haben letztes Video die Trumpfkarte gemacht. Also die Mission Nummer 7. Das war die Mission, wo du Kerrigan hast und den Psi-Emitter. Und wir kämpfen gegen die Konföderation. Und jetzt machen wir weiter mit dem großen Vorstoß. Die Zerg, herbeigerufen durch das Signal des Psi-Emitters, stürzen sich auf die nichtsahnenden konföderierten Streitkräfte und vernichten sie. Wieder erschien die Flotte der Protoss unter dem Kommando des Hohen Templer Tassada und verbrannten den Planeten zur Asche. Oh mein Gott, wie geil! Ey, heute der große Vorstoß, Kommandoschiff Hyperion, Umlaufbahn der konföderierten Hauptwelt Tassonis. Heute läuft alles, ey. Real Talk. Ich grüße Sie, Kommandant. Ich bekomme gerade eine Übertragung. Der Schlag gegen die Konföderation wird in Kürze erfolgen. Bevor wir uns jedoch Tassonis selbst zuwenden können, müssen wir die stärksten Verteidigungslinien der Konföderation durchbrechen. General Duke wird Sie über die Einzelheiten informieren. Ich habe Tassonis bei mehr als 30 großen Schlachten verteidigt. Daher kenne ich die Verteidigungsanlagen in- und auswendig. 3 primäre Orbitalplattformen dienen als Startfläche für die Flotte der Konföderation. Wenn wir die zentrale Plattform angreifen, sollten wir für genügend Ablenkung sorgen, dass ein kleiner Stoßdruck die planetare Verteidigungslinie durchbrechen kann. General, ich bin beeindruckt. Hätte nie gedacht, dass Sie der Typ für einen Frontalangriff sind. Also, die Plattform wird von Omega- und Delta-Squadron-Einheiten verteidigt. Gegen meine Jungs vom Alpha-Squadron sind das absolute Anfänger. Alles klar. Mal überlegen, Alpha ist ja
Nummer 1, ne? Dann Beta ist Nummer 2, Alpha, Beta, Gamma. Und dann Delta ist Nummer 4 und Omega ist das letzte, also Z, oder? Ist das, was ist denn das, griechisches Alphabet oder was? Ich habe keine Ahnung, ne? Aber ich sehe gerade, das muss ich jetzt mal kurz machen, meine Kamera ist wegen zu groß. Man sieht es gar nicht. Ich weiß nicht, ich muss es nochmal überlegen. Ich überlege, vielleicht packe ich das irgendwie, ich glaube hier hin oder so. Also hier ist ja der Start, ne? Aber das ist nicht so wichtig. Ich glaube, hier ist es. Ich schaue jetzt mal kurz. So, dann tue ich die Mission starten. Ah ja, Missionsziel. Genau, habe ich jetzt wieder nicht vorgelesen. Eliminieren Sie alle konföderierten Streitkräfte. Okay, also wieder mal alles zerstören. Ich finde es geil. Also, man muss ja überlegen, die erste Mission ist ja so das Tutorial gewesen, ne? Und da sind halt nur ein paar so Zerglinge verteilt. Man hat ja gesehen, habe ich ja auch gezeigt. Dann die wirklich allererste Mission ist ja die Mission, wo man so beigebracht wird zu laufen, ne? Also so wegen die Karte so zu erkunden, und auch also haben wir Rainer das erste Mal gesehen. Dann die zweite Mission ist dann schon so eine richtige Mission, aber trotzdem noch so ziemlich einfach, ne? Weil man da quasi nur ein paar Zerglinge halt erlegen muss und ein paar Hydralisken und so, ja. Und dann die dritte Mission ist ja dann schon richtig die Basis. Die vierte Mission ist ja dann diese No-Base-Mission, wo du keine Basis hast und nur durch so einen Korridor durchlaufst oder durch so ein Schiff oder irgendwas. Nummer 5 ist ja dann die, was ist denn das nochmal? Nummer 5 ist, wo du Kerrigan und Rainer zusammen hast, also wo du Kerrigan das erste Mal siehst und Rainer halt hast, ne? Ja. Und, genau, und dann Mission Nummer 6 ist das, wo Duke angegriffen wird. Und Nummer 7 war dann halt eben das mit dem Psi-Meter. Weißt du was, ich glaube, ich habe eine gute Idee, ich glaube, ich mache meine Kamera hier hin, ne? Ist das eigentlich wegen... Ja, ne. Ich mache das hier hin, ne? Dann seht ihr zumindest noch bewegen, stoppen und angreifen. Hold Position, also Position halten, seht ihr dann halt nicht. Aber ihr seht zumindest hier diesen Screen, ne? Und obwohl hier könnte ich das hinpacken. Aber ich weiß es nicht. Das ist so weird, ey. Mal überlegen. Es ist halt auch, meine Kamera geht, ist halt auch, guck mal, jetzt ist es so klein. Das gefällt mir eigentlich auch nicht so. Lass mal überlegen. Oder ich mach's so, oder? Warte mal. So? Ich meine, man sieht dann halt eben nicht die, wie heißt es hier, diese Leiste hier, ne? Aber gut. Ja, ihr seht hier auch übrigens, das ist übrigens auch die allererste Mission, ne? Aber in der siebten Mission habt ihr ja schon gesehen, man kann die ganzen Gebäude abheben lassen, ne? Also ich glaube, ich habe es auch schon in einem vorigen Video gezeigt. Ich glaube Nummer 5 oder sowas. Aber hier seht ihr, wir starten quasi mit hier Dropships, ne? Also mit Landefrachtern. Dropships ist englische Name. Ein paar Raumjägern. Und hier so zwei Kommandozentralen. Die kann man schon mal formen, weil die sind ziemlich langsam. Wissenschaftliches Institut haben wir schon. Raumhafen, Fabrik, Kaserne und unseren Helden Duke. Duke muss überleben. Guck mal, das passt sogar. Gerade so. Das ist ja geil. Weil hinter der Kammer ist jetzt nichts. Da ist nur dieser, also so quasi das hier, ne? Und sonst geil. Also das finde ich ja jetzt richtig geil. Ne? Und wir sehen hier schon, Duke ist ein schwerer Kreuzer. Ne? Schwerer Kreuzer sind
mal überlegen, ich muss mal schauen, kann ich, wenn ich möchte, möchte die Musik ein bisschen weniger machen, so wegen. Und ich glaube, das ist der normale Sound. Ich hab nicht den ganzen Tag. Ja, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Wird auch Zeit. Ja, also wir haben Duke, ne? Das ist unser Held jetzt in dem Fall, ne? Und es ist ein schwerer Kreuzer. Und schwere Kreuzer sind die besten, wirklich die besten Einheiten von den Terranern, ne? Die haben, guck mal, also jetzt speziell auch der Duke hat 700, normale schwere Kreuzer haben nur 500, ne? Aber er hat quasi, er macht hier 50 Schaden, guck mal, normale schwere Kreuzer machen 25, also die Hälfte von Schaden und haben 200 Leben weniger. Und guck mal hier, der hat auch 4 Panzerungen. Ich glaube, normale schwere Kreuzer haben nur 3 Panzerungen. Leider können wir schwere Kreuzer hier noch nicht bauen. Aber wir haben halt hier unseren Duke, ne? So. Ja, wir müssen hier, wie ihr seht, haben wir hier ein paar. Also, Duke hat es schon vorhin gesagt. Das Alpha-Squadron hätte normalerweise sowas nie liegen lassen, ja. Das sind so, ja, das sind hier die Add-ons, die Erweiterungen, ne. Na, guck mal, die greifen schon an, ne. Und hier, ihr seht schon, also wenn ich versuche zu landen, wird es schon hier angezeigt, also im Rahmen. Und jetzt kann ich diese Tipps, setzen Sie Ghost ein, um Atomraketen zu steuern. Dafür komme ich noch gleich, ne? Aber ihr seht, also es wird hier angezeigt, ne, dass wir das hier landen können und dann können wir es direkt quasi capturen, also quasi direkt übernehmen, ne? Hier die Kaserne hat keine Erweiterung in dem ersten Teil, nur im zweiten, ne? Also. Und dann können wir hier die landen, ne? Und können hier unsere schon mal arbeiten. Und ich sehe auch gerade hier, falls ihr es gesehen habt, wir haben 2020. Und meistens, was ich hier mache, ist ein WBF hier hinter tun, ja. Da bei der Start Plattform, wo wir, ja, wie gesagt, gestartet haben. Ein WBF. Und dieser eine WBF macht jetzt nur Versorgungsdepots. Ja, also der ist quasi wieder unsere, wie sagt man, Depot-Bitch. ja, machen wir mal direkt in die Ecke. Ne? Und der kann jetzt dauernd hier Depots bauen. Ne? Dazu haben wir hier unsere neuen Einheiten. Ghosts. Okay, hier die Ghosts. Ja, die dritte Einheit. Diesmal von der Kaserne wieder. Weil das letzte Mal haben wir ja die Siege Tanks bekommen. Oh. Nein! Alter. Das ist jetzt auch bitter. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Voll, ey. Geil, Nomad, ey. Direkt hier. Bin mich direkt hier gekillt. Das ist ja geil. Wo war ich jetzt? Ja, das letzte Mal haben wir ja die Siege Tanks bekommen und die Belagerungspanzer und die Forschungsschiffe. Ne? Und diesmal bekommen wir hier die Ghosts. Ne? Und jetzt zeige ich euch normalerweise, ja. Tut man ja, also normalerweise für euch, für die Neuen, die gerade quasi das Spiel neu spielen, gebe ich den Tipp, immer 3 Marines und einen Feuerfresser zu machen, ja. In dem Fall aber könnt ihr eben 2 Marines machen und einen Ghost, ne. Und meinetwegen ein Feuerfresser oder in dem Fall, ich mache später wahrscheinlich wieder ein Marine.
ein Space Marine. Ja. Was? Und ja, genau. Kann's kaum noch erwarten. Ja. Hier wieder unsere Bunker. Dann sind wir wenigstens sicher. Ja. Ein bisschen hier bauen. Wie immer, ihr seht, wir müssen WBFs bauen. 12. Nicht vergessen, 12. Ja, und ihr seht hier auch gerade, wir haben hier kein Vespingas, oder? Oder? Haben wir hier Vespingas? Ah, doch, hier. Oh je. Hier? Okay. Oh je, hier. Das ist ja ein bisschen beschissen. Mal wieder ein Versorgungsdepot. Man kann immer auch übrigens Doppelklick machen. Na, dann hat man alle von der gleichen Art. Ich überlege gerade. Ich überlege echt gerade. Weil ich könnte nämlich eine Kommandozentrale hier hinbauen, ne? Weil ihr wisst ja, also ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber wenn man ein Vespingas hier hat, ne, dann ist es eigentlich immer am besten, die Kommandozentrale so nah wie möglich zu haben, aber ich habe ja hier jetzt den Nuklearsilo, ne? Das bedeutet, ja, aber da kann ich es eigentlich auch nicht hin tun, oder? Das ist schon ein wenig bescheuert eigentlich, ne? Muss ich echt sagen. Also so halt. Oh. Naja. Oh, guck mal. Die tarnen sich sogar nicht mal. Die tarnen sich gar nicht. Ja, ich mach's jetzt hier so hin. Ja, ich mach's so hin, ja, ja. Und haben wir jetzt hier 12, ne? Haben wir alle ausgewählt, ja. Okay, dann baue ich noch einen hin. Speziell für ja, zum Bauen einfach. Und ein bisschen reparieren. Übrigens ist es auch wichtig, ne? Also muss mal schauen, wie ich das mache. Aber ich würde. Ja, reparieren wir erst. Wir tun erstmal das Reparieren, ja. Und? Ja. Melde mich zum Dienst. Reparieren. Verstanden. Ich mache jetzt heute mal Space Marines. Ja. Also Space Marines, speziell gegen Terraner, ist es halt immer logisch, Space Marines zu benutzen. Denn das Ding ist, bei den Terranern ist bis auf der Feuerfresser und vielleicht der WBF, aber der greift ja nicht wirklich an, eine Einheit, die quasi Nahkampfangriff hat. Und wenn man es genau nimmt, sogar hat der Feuerfresser eine, also, come on, beweg dich mal da weg, ja genau. Und wenn man es genommen hat, hat der Feuerfresser sogar eine Reichweite. Also weil ja das Feuer ja so halt weit geht, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. In Bereitschaft. Koordinaten übermitteln. So. Ja. Ihr seht hier schon, ne? Nuklearsilo kann man bauen, aber ich mach das jetzt mal nicht. Sondern ich mache jetzt, eine Akademie. Baue ich denn die Akademie hin eigentlich? Baue ich die hier hin? Ich baue die hier hin, genau. Und hier, der kann auch mal, ein paar,
Raketentürme bauen, ne? Weil die eben auch logischerweise mit Lufteinheiten angreifen, ne? Und die Lufteinheiten sind halt, ja, ist nicht so gut eigentlich. Also wenn man, wenn die mit Lufteinheiten hier angreifen und meine Depots zerstören, deswegen, ne? Immer, so mache ich das meist immer, ne? Das ist übrigens der einfachste Weg. Also ich zeige jede Mission quasi die einfachste. Hä? Hä? Hier, ich zeig mal das da. Hä? Wie ist denn der jetzt da vorbeigekommen? Was? Wurde der mit einem Landefrachter dahin gebracht oder was? Hä? Okay. Sehr interessant. Das mache ich auch manchmal. Das ist nämlich so der perfekte Platz für den Raketenturm. Eigentlich, ja, ist es ein wenig blöd, sag ich mal. Weil man das ja blockiert ja ein bisschen beim Mineralien abbauen, aber macht jetzt nichts. Ja. So extrem blockiert es nicht. Ja. Oh, der ist fest. Steckt fest. Gut, dass wir einen Landefrachter haben. Damit können wir das nämlich hier. Bam. Ja. Und das war beschädigt, habe ich gesehen. Machen wir noch hier eins hin, ne? Und dann können wir hier die Depots hinbauen noch. Ja, ein bisschen so pyramidenmäßig, sag ich mal. Meistens mache ich das auch, aber ja, ich überlege, ob ich das überhaupt heute mache. Also da ein Raketenturm hin, ne? Genau. So, hier bauen wir da eins hin. Ich mache das immer wegen schön. Ne? Also ich finde, StarCraft ist so ein Spiel, da gehört es einfach dazu, wenn du wegen schön, so wegen schön baust. Weißt du, was ich meine? Also so, dass du halt einfach ja, ein bisschen ja, einfach schön baust einfach. Ne? Das einfach schön raus. Genau, sehr gut. Bauen wir hier eins hin. Guck mal, das ist. Ja, das ist ein Glück. Weil jetzt extra diese Leiste hier in der. Schon lustig eigentlich. Aber ich mach's halt mal jetzt hier hin. Muss jetzt egal sein. So. Wir können auch mal hier scannen. Guck mal, hier haben die hier wegen schön viel. Wow, die haben hier echt viel. Dann tue ich heute mal, dann mache ich hier, würde ich sagen, mache ich das Waffenlager hin. Ja, hier mache ich das Waffenlager hin. Oh ja, übrigens ein, ich sag mal, eher witziger Fakt. Und zwar, in jedem... jede Einheit im Bunker, also der Marine, der Feuerfresser, der Ghost, ne? Alle, die so eine Reichweite haben, haben plus 1 Reichweite im Bunker. Ne? Das bedeutet, die Ghosts haben. Warte mal. Naja. Deswegen schießen die meistens die Gegner sehr schnell an. Und das ist auch das Gute an den Ghosts, weil die Einheiten schon angreifen, noch bevor die quasi angreifen. Das ist halt das Geile. Ja. Na, na, ich habe
nicht den ganzen Tag kalt. Verstanden. Melde mich zum Dienst. Ja. Ich überlege auch manchmal, ob ich hier so einen Bunker hinbaue, wegen Lufteinheiten eben. Weil die Bunker halt einfach, ja, die tun am meisten Schaden aushalten, logischerweise. Deswegen ist es ja ein Bunker, ne? Genau. So, wir haben alles, ne? Ich baue jetzt mal noch. Baue ich hier ein. Muss mal überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, ich mache das hier hin, ne? Hier hin? Oder was haltet ihr davon? Also das gefällt mir auf jeden Fall. Dann ist das so eine Pyramide quasi, ne? Ja, ich mach das hier hin, ja. Ich tue auch mal das hier hin machen, den Dings. Und ich baue auch hier ein, vielleicht sogar noch einen zweiten, wie heißt das, eine zweite Fabrik hin. Und hier baue ich auch mal einen hier hin. Ja. Melde mich zum Dienst. Sofort, Sir. Also eigentlich haben wir jetzt genug, sag ich mal, ne? Aber ich lasse dir trotzdem mal da stehen. Wegen, ja, weil halt, die halt da angreifen können, deswegen. Genau. Machen eine zweite Fabrik noch. Ein Raumhafen, glaube ich, reicht, würde ich jetzt mal sagen. Übrigens, ich mache den Raketenturm hier ein wenig hin, weil wenn ich den hier hin baue, dann greifen die hier an, weißt du? Das ist halt nicht so gut. Ich kann hier. Na, lassen wir so. Ah. Ich überlege, ob ich. Soll ich hier sowas hinbauen? Obwohl, ich kann das schon machen eigentlich, ne? Doch, mach mal. Ja. Why not? So. Genau. So. Und jetzt kommen wir zum meinem Lieblings. Zu meiner Lieblingssache. Und zwar dem Ghost, ja, also der Ghost hier, ne, hat ein paar schöne Fähigkeiten, also ein paar schöne Fähigkeiten genauso wie Kerrigan. Okay, weißt du was, ich mach jetzt tatsächlich mal, mach nicht da einen hin, mach hier einen hin, ja. Mach hier einen hin. Ja. Oh, war, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so intelligent war. Na gut. Ghost. Ah ja, die sind fertig hier. Können wir jetzt hier rüber. Es ist auch geil, dass wir hier zwei Mineralien haben. Na, zwei Dinger. Oh, gut. Als allererstes, ich möchte auch mal hier einen Belagerungspanzer machen, ne? Weil der Belagerungspanzer, ich mache sogar zwei, weißt du, ich mache sogar zwei. Der Belagerungspanzer ist nämlich, hat nämlich, also man hat ja im letzten Video in der letzten Mission gesehen, dass sie so Reichweite haben, ne? Und das ist extrem krasses mit denen anzugreifen. Also ich habe ja so ein paar, also so irgendwie so 12 Tanks oder was habe ich gehabt, ne? Und
Und diese Panzer kann man aber auch zur Verteidigung nehmen, ne? Ich weiß nicht, habe ich das sogar in der Mission gehabt? Habe ich sogar in die Verteidigung, also als Verteidigung die Panzer benutzt zum Verteidigen? Weiß es gar nicht, ne? So, den WBF, den brauche ich nicht mehr. Na, guck, siehste? Hä? Ich greife nur hier die Raketentürme. Das ist schon geil, ne? Schon geil. Ich töte den jetzt mal. Ja. Zurück zu den Ghosts. Okay, also. Wir haben eben ein weiteres Add-on, wie sagt man dazu? Einfach eine weitere Erweiterung. Und diese Erweiterung ist logischerweise für die Ghosts. Diese Erweiterungen sind für die Ghosts. Und ich mache jetzt schon mal Tarnen. Na? Und jetzt gibt es eben noch eine Erweiterung, wie ihr jetzt gerade schon seht. Eben bei, also normal habt ihr ja am Anfang in der, ich glaube Mission 3 war das, hat man als erstes gesehen, dass es einen Scanner gibt, ne? Also die Erweiterung ist ein Scanner für die Kommandozentrale. Und jetzt haben wir ja hier noch eine Erweiterung, und zwar den Nuklearsilo. Deswegen habe ich hier auch eine weitere Kommandozentrale gebaut, ne? Und diese seht ihr ja gerade schon, ne? Hat auch ein Upgrade, ne? Und zwar die Nuklearrakete. Oder Nuklearsilo, hier steht es, nukleare Silo bestücken. Und das machen wir jetzt auch mal. Und zwar mit beiden, ne? Dann haben wir nämlich beide, also zwei Nuklearraketen. So, Forschung abgeschlossen. Das war Tarnen, ne? Dann gibt es für den Ghost logischerweise auch plus 50 Energie. Mache ich später. Und am wichtigsten für die Nuklearrakete ist Okularimplantate. Das sind, also es steht hier, dass der Sichtradius erhöht wird, aber eigentlich den Punkt, wo du die Nuklearrakete startest, erhöhen. Also sagen wir mal jetzt, hier ist der Ghost. Ich kann das mal zeigen. Hier ist der Ghost. Und sagen wir mal jetzt, der Ghost kann zum Beispiel jetzt von hier aus hier einen Punkt setzen. Ne? Für die Nuklearrakete, die ich gleich zeigen werde. Atomrakete bereit, ne? Und wenn ich aber jetzt diese Okularimplantate habe, dann kann ich eben hier machen. Ne? Dann kann ich von hier aus, also hier steht er und hier kann er das den Punkt setzen oder hier ungefähr. Na, also es wird auf jeden Fall erweitert. Und ja, dann würde ich gleich mal zeigen, wie die Nuklearrakete funktioniert. Übrigens nicht vergessen, ich bin getarnt, genauso wie der Raumjäger. Und ihr müsst schauen, dass die Raketentürme euch nicht sehen, okay? So, habe ich schon jetzt die? Ne, ich hab's noch nicht. Ja, dann warte, ich warte noch kurz, bis ich die Okularimplantate habe. Und dann, zeige ich euch das. Ja. Währenddessen mache ich auch am besten mal wieder die U-238 Geschosse für die Space Marines, also die höhere Erweiterung. Und ich überlege gerade, was kann ich denn noch alles machen? Kann ich nicht eigentlich alles machen, Erwing? Weißt du was, ich mache alles. Fuck off. Also Minen, erhöhte Geschwindigkeit. Tarnen plus 50 Energie. Upgrade fertig, genau. Und das ist noch Stopper. Ne? Also ihr habt bei Kerrigan auch schon gesehen, dass man so Einheiten wie Raumjäger, ja, oder man kann auch Tanks, also generell alle mechanischen Einheiten, kann man quasi stunnen. Ne? Also das bedeutet, dass die quasi für irgendwie 50 Sekunden oder was
ein nichts machen können, gar nichts, ja. Die sind quasi regungslos und können direkt getötet werden. Und das ist halt das Geile. Ja, das mache ich auch dann noch. Upgrade fertig. Was war das? Ah ja, das. Haben wir Stimpack noch. Forschung abgeschlossen, war die Minen, genau. Dann mache ich... Ja, ich mache Upgrades hier. Die ganzen Upgrades hier. Auch hier die Upgrades, ne? Stufe 1. Wir haben übrigens auch wieder wie im letzten Forschung abgeschlossen. Ayatanen, genau. Wie auch im letzten Video Level 3 Upgrades, also bis zu Level 3 Upgrades. Und der Grund, warum wir erst in der siebten Mission Level 3 Upgrades haben, ist, weil wir ein wissenschaftliches Institut erst bekommen. Also weil wir ja ein Forschungsschiff bekommen, ne? Oh ja, übrigens Forschungsschiff, da kann ich auch mal Upgrades machen. Das ist mir gerade eingefallen. Machen wir plus 50 Energie als erstes. Ne? Weil wir eben, also quasi, man muss überlegen, das wissenschaftliche Institut tut quasi Level 1, Level 2 und Level 3 für alle Upgrades. Ne? Also keine Forschungen, sondern Upgrades. Freischalten. Oh, guck mal, und hier sieht man, hier ist eine schwere Kreuzer, ne? Ja, toll. Oh Mann, jetzt habe ich die Energie verschwendet. Toll. Wow. Ja, stark, ey. Ne, also das wissenschaftliche Institut tut quasi, die Upgrades freischalten. Also ich sage euch mal ein bisschen, was alles so freischaltet. Na, also als allererstes, wenn man normalerweise, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel gegen einen Freund spielt, ja, dann ist es so, dass ihr als Terraner oder generell bei jeder Rasse mit nur einer Kommandozentrale, ja, und 4 WPFs anfängt, ne? Und das bedeutet, man kann auch nur am Anfang begrenzt bauen. Ja, hier jetzt bei der Kampagne logischerweise habe ich schon viele Gebäude bekommen. Aber normal, wenn ihr 1 gegen 1 spielt gegen einen Freund, dann habt ihr nur die Kommandozentrale und 4 WPFs. Und die Kommandozentrale tut speziell die Kaserne freischalten. Ja? Sonst könnte man... Oder ich bin mir gar nicht sicher, kann sein, dass es sogar, naja, aber ich glaube nicht, dass man quasi, also wenn man quasi keine Kommandozentrale hat, dass man nur, die Kommandozentrale bauen kann, das Versorgungsdepot und die Raffinerie, ja. Alles andere kann man noch nicht mal, ich kann keine Kaserne bauen, keine Maschinendock, kein Raketenturm, Bunker, gar nichts, ne. Ja, und so geht es dann eben weiter. Und dann habt ihr eine Kommandozentrale, ne? Eben schon am Anfang, und könnt deswegen schon eben eine Kaserne bauen. Also dann, weil ihr eben die Kommandozentrale habt, könnt ihr, wird quasi die Kaserne freigeschaltet. Und dann baut ihr die Kaserne. Ja, und nach der Kaserne, wenn ihr die Kaserne eben baut, könnt ihr, die Kaserne schaltet dann eben das Maschinendock, die Akademie, den Bunker und die Fabrik frei. Okay? Also quasi 1, 2, 3, 4 Gebäude gleich. Ne, wieder. Also man hat am Anfang 3 Gebäude ohne Kommandozentrale, dann 4 mit Kommandozentrale und dann tut man nach der Kaserne wieder 4 freischalten. Dann tut man ein Maschinendock bauen, das tut die Raketentürme freischalten, die Raketengeschütztürme. Ne? Also das Maschinendock, nur das Maschinendock tut die Raketentürme freischalten. Dann tut eben die Fabrik den Raumhafen und das Waffenlager freischalten. Und den Raumhafen tut dann eben das Wissenschaftliche Institut freischalten. Und logischerweise, da man dann eben die Fabrik hat hier, ne? Oh, das habe ich gar nicht gemacht. Da man eben die Fabrik hat, kann man eben dann eben, also logischerweise kann man danach die
Werkstatt freischalten, ne? Also, weil du ja dann eben das Add-on hast, ne? Genauso wie beim Raumhafen, wenn du den Raumhafen hast, kannst du auch direkt den Kontrollzentrum machen, ist logisch, ne? So, und beim wissenschaftlichen Institut ist es genauso mit dem Geheimdienstzentrum für die Ghosts, ne? Also logisch, ne? So, dann tut man eben, dann hat man ja eben noch verschiedene Einheiten. Zum Beispiel am Anfang, wenn du die Kaserne gebaut hast, kannst du nur, also du hast quasi jetzt die Kommandozentrale, Versorgungsdepot, Raffinerie und Kaserne gebaut, ja, und hast das und das freigeschalten, ne? Und hast in dem Fall nur den Space Marine, den du bauen kannst, ja. Dann baust du eben den Maschinendock für die Raketengeschütztürme und die Akademie, wo haben wir die? Da, die Akademie, tut dann eben den Feuerfresser freischalten und dazu auch noch den Ghost, aber der Ghost braucht noch eine Sache und zwar eben das Wissenschaftliche Institut mit Geheimdienstzentrum, okay? Aber ja, das ist halt das. Also wie gesagt, die Akademie tut nur den Feuerfresser freischalten erstmal. Und später dann, wenn du dann eine Akademie hast, ein wissenschaftliches Institut und ein Geheimdienstzentrum, kriegst du dann direkt auch noch den Ghost dazu, ne? Ja, das ist so. Und die Akademie tut eben übrigens auch noch den Scanner freischalten, ja? Und logischerweise tut das wissenschaftliche Institut, ne? Also das hier mit dem Geheimdienstzentrum auch die Nuklearrakete freischalten, ja, die ich gleich zeigen werde übrigens. Genau. Dann kommen wir zu den Fabrikeinheiten. Wenn du die Fabrik baust, kriegst du nur den Adler. Ja. Kriegst du nur den Adler. Du fängst nur mit dem Adler an, also quasi du hast nur eine reine Fabrik ohne Erweiterung und kannst nur den Adler bauen. Und dann machst du die Werkstatt und kannst den Belagerungspanzer bauen. Ne? Und dann eben hast du immer noch den Goliath, den du nicht freischalten kannst, den du nicht bauen kannst. Deswegen ist das Waffenlager da. Also das Waffenlager tut dann eben den Goliath freischalten. Ne? Und dann geht es weiter mit dem Raumhafen. Da fängst du dann normal mit dem Raumjäger an. Ja, also ohne Kontrollzentrum hast du nur den Raumjäger. Dann mit Kontrollzentrum hast du die Landefrachter, ja, also so wie beim Belagerungspanzer die Werkstatt, aber dann halt eben beim Kontrollzentrum den Raumhafen. Und dann brauchst du eben nur ein wissenschaftliches Institut ohne quasi Erweiterung, also logischerweise auch mit Erweiterung, aber man kann es auch ohne Erweiterung machen, tust du dann eben das Forschungsschiff freischalten, ne? Genau. Und das war's dann halt eben. Und dann tut eben das wissenschaftliche Institut nicht nur das Forschungsschiff freischalten, sondern eben auch Level 2 und Level 3 Upgrades, also die Upgrades vom Waffenlager, also alle 4 Upgrades, die Upgrades plus 1 Angriff und plus 1 Panzerung für normale Bodeneinheiten, mechanisch. Dann die plus 1 und 2 Upgrades für Infanterie, also biologische Einheiten. Und dann eben noch die Lufteinheiten, ne? Also Angriff und Verteidigung, logischerweise. Ne? Genau, das war's eigentlich. Mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen. Bis auf natürlich, wie ihr ja schon gesehen habt, hier die Nora 2. Also das ist ja jetzt die stärkste Einheit, wie ihr ja schon seht, der schwere Kreuzer. Da gibt es dann natürlich auch noch ein, ja, also, ich will nicht spoilern, aber es, man braucht auch noch etwas, also man muss auch noch etwas bauen, sag ich mal, ne? Was man genau bauen muss, verrate ich noch nicht. Erst in der nächsten Mission, ne, werde ich es euch zeigen. Aber ja, genau. So, und jetzt habe ich aber genug gelabert, aber ganz ehrlich. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen den Ghost. Ne? Also tarnen, wie gesagt, anmachen. Ne? Und jetzt seht ihr hier,
den Geschützturm. Ich glaube, ich kann sogar hier machen. Bam. Ne? Man tut den Punkt quasi. Man tut den Punkt quasi anvisieren. Und jetzt, wenn der weg ist, scanne ich. Boom. Geil, oder? Ich muss das mal schnell reparieren, weil das brennt nämlich schnell ab. Ja, geil, oder? Und man hat übrigens hier ein weniger wieder, ne? Also es kostet jedes Mal 200 Mineral, 200 Gas und 8 Versorgung, lustigerweise. Also weiß ich nicht, wer... Wieso Versorgung, aber na gut, ja. So. Hier können wir das gleiche machen. Man muss schauen, weil dass der... Okay, gut. Ich werde nicht anvisiert. Kann direkt das machen, ne? Wieder. Wieder die der Scanner. Wieder, wie gesagt, anvisieren, ne? Ein Punkt. Wenn es runterkommt, scannen. Oh, Alter. Voll geil. Oh, guck mal, hier wurde... ist nicht zerstört. Auch interessant, nicht zu vergessen ist, dass man nicht angreift, wenn ein Ghost getarnt ist. Ne? Also ein Ghost ist getarnt und er greift nicht an. So, ich werde jetzt mal schauen. Warte mal, wir scannen erstmal. Ich möchte nämlich wissen, wo hier die ganzen Geschütztürme sind. Okay, da ist einer. Sonst ist hier kein, okay. Dann mach ich hier. Ich mach hier einen hin. Oh, das war auch wieder knapp. Ja. Auch übrigens immer wichtig zu beachten, dass man hier konstant Energie verliert. Das bedeutet, schaut immer ein bisschen drauf, dass ihr. Energie. Nein! Oh, ich bin so dumm. Ich hab doch... Oh, Mann. Ich bin so dumm, ey. Oh, mein Gott. Ich bin so dämlich, ey. Ich bin da. Das wird eine hübsche Überraschung. Tarnen. Schnell. Bevor die uns sehen. Weil wenn man nicht getarnt ist, sehen die einen logischerweise so. Aber nur mit... wie heißt das? Ich höre. Bin schon weg. Ja, warte mal. Dann gehen wir mal hier hin. Hier. Genau, sehr gut. Klick. Hat jemand einen Exterminator gerufen? Ziel identifizieren! Ghost erstattet. Oh, Malta. Ja, Nuclear Warfare, ne? Sagt man dazu, ne? Also, quasi nuklearer. Oh, lol. Die tun echt hier. Habe ich das gar nicht mitbekommen müsste. Oh, schauen wir mal kurz. Hier können wir noch ein bisschen bauen. Atomrakete bereit. Ich weiß nicht, Nuklearraketen machen glaube ich 600 Schaden, wenn ich mich nicht irre. Also wenn es direkt quasi in einem Radius ist. Normalerweise ist es ja auch bei jeder anderen Einheit, die ein Flächenschaden hat, aber halt generell eine nukleare. Ah ne, das macht doch nur 500, okay. Naja, gut. Ich mach mal das hier. Direkt an der Kaserne.
sieht man das bisschen. Hier ist der Ding. Alter, was machen die, ey? Wieso greifen die hier an? Was ist denn das? Ah, sehr gut. Guck mal, das können wir auch lassen. Weil das können wir ja quasi übernehmen. Wieso greifen die denn mit Dropships an? Hey, also mit was ist denn das? Ah, ich hab keine mehr gemacht. Nein, gut, egal. Egal. Mit Landkraft dann halt, ne? Alles fertig. Guck mal hier. Wichtig auch zu erwähnen, wenn ihr einen Ghost tarnt, ne, kann nämlich der Ghost auch getarnt im Bunker sein. Also ihr müsst unbedingt, wenn ihr einen Ghost in den Bunker reintut, ne, ihn manuell enttarnen, weil sonst tut er konstant immer noch Energie verlieren. Ne. Das ist nicht so gut eigentlich. So, ja, wir sind jetzt hier wegen out of order. Wir haben kein Vespingas mehr und keine Mineralien mehr zum Abbauen. Oh, der ist auch beschädigt auch ein bisschen. Okay, das hab ich gar nicht gesehen. Ich überlege gerade, wir machen ein paar Tankies. Ja. Ein paar Tankies. Und wir brauchen auch Luft, also eine Waffe gegen Luft, deswegen mache ich ein paar Marines. Verstanden. Bestätigt. Ja. Genau. Ist ja eigentlich alles repariert, ja, gut, gut, gut. Wir können mal... Der ist beschädigt. Alright. Man kann die auch. Die können sich auch übrigens gegenseitig reparieren. Das sieht immer ganz lustig aus. Ja. Ja, komm. Guck mal hier. Melde mich zum Dienst. Alles Roger. Melde mich zum Dienst. Sofort, Sir. Ab die Post. Befehle erhalten. Ab die Post. Ganz lustig aus. Ja, Befehle, Captain. Melde mich zum Dienst. Sofort, Sir. Ich finde es auch lustig, also generell StarCraft, ich finde es so geil. Denn StarCraft hat eben hier, er hat StarCraft 1 generell auch, hat Marines, ja, Standardeinheiten quasi, ne, die ziemlich schwach sind, also vom Leben her, aber in der Gruppe ziemlich stark. Dann Feuerfresser, speziell einfach Nahkampfeinheiten, ein Ghost für Nuklearraketen. Und dann in der Fabrik alles Angriffseinheiten, ne? Also das ist Angriffseinheit, das ist eine Angriffseinheit, das ist eine Angriffseinheit. Und hier haben wir quasi nur den Raumjäger. Also der Landefrachter ist ja quasi zum Transportieren und der das Forschungsschiff ist quasi nur zum Entdecken, also quasi für den Detektor, ne? Das ist halt einfach, ich find's lustig. Wir machen auch ein paar Adler. Ne? Und wir können eben ein bisschen hier das. Ja. So. Und tun wir die mal ein paar mehr Marines. Ziel identifizieren. Alright. So. Ich muss schauen, dass wir nicht so viel Marines bauen. Dass wir noch ein wenig Mineralien haben für. Das war jetzt auch nicht so intelligent, aber gut. Wichtig auch immer eigentlich ist, den Panzer immer ein wenig so aufteilen. Ne?
Panzer nur ein wenig aufteilen. Guck mal, die Panzer, also Panzer, ne? Sind einfach stark. Hier, mach ein paar Minen hin. Ne? Obwohl ich eigentlich die gar nicht brauche. Hä? So. Der beste Weg übrigens auch einen Bunker anzugreifen ist mit dem Belagerungspanzer. Der hat nämlich so eine große Reichweite. Ja, der tut quasi umsonst, wenn man so will, den Bunker zerlegen. Ich mach mal hier. Was soll sein? Ziel identifizieren. Hier. Komm. Ja, komm, mach alle einfach. Weiter geht's. Ziel identifizieren. Absolut. Wie sieht's denn aus mit den Einheiten hier? Wie viel haben die denn? Guck mal, die haben hier nicht mehr so viel. Die haben hier einen Goliath noch. Ein Panzer. Ziel identifizieren. Da ist nichts mehr hier. Wird ausgeflogen. Boah, wir sind schon wieder eine Stunde drinnen. Ist das krass, ey. Der Kreuzer ist, also der Nora 2, ne? Befehl ist, Sir. Ja, Sir. Ist einfach zu stark, hä? Ziel identifiziert. So. Absolut. Dann tun wir mal hier aufstellen. Ne? Ist was? Was soll hier sein? Die. Da ist auch noch was, okay. Die sind so. Oh, tun wir mal hier alle. Hab's vernommen, Sir. Oh, das war's? Ich baue hier mal ein paar Minen hin, ne? Okidoki. So. Lado. No problemo. Ja? Oh, das war's. So. Die hier. Kommt mal her. Und hier haben wir die. Oh, hier sind. Ah, halt, warte mal. Wir können das sogar benutzen. Ja. Ah, hier ist sogar noch ein. Hab ich gar nicht gesehen. Hier ist ein Raketenturm. Aber, auch mal, um es auch mal zu zeigen: eine Yamato-Kanone macht, glaube ich, 260 Schaden. Und Raketentürme haben nur 200. Das bedeutet, das ist quasi direkt ein. Wieder angezeigt. Ich habe wieder vergessen zu. Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Tue ich mich auf Offline stellen. So. Okay. Alrighty. So. Wir brauchen eine weitere Kaserne. Kommandozentrale. Kaserne, nicht Kommandozentrale. Nicht Kaserne, Kommandozentrale. Hier. Ja, guck, direkt mit einem Schuss. Und der hat auch, also eine Yamato-Kanone, das ist die einzige Fähigkeit vom schweren Kreuzer, dass er eine sehr, sehr starke und schnelle. Gute Entscheidung. Oh, da ist noch ein Raumjäger. Dass es ein sehr starker Angriff hat. Also quasi, dass die Yamato-Kanone ist auch ein bisschen so ein Belagerungspanzer, aber als Fähigkeit, weil die haben eine Reichweite und die macht viel Schaden, also es ist einfach geil. So. Guck mal, hier sehe ich auch schon was auf der Minimap. Da kann man mal scannen. Oh cool, wir können hier angreifen.
Weiter geht's! Wird ausgeführt! Absolut! Tun wir mal hier hin anfangen. Und scannen. Sehr gut. Melde mich zum Dienst. So. Befehle erhalten. Alles Roger. Bestätigt. Alles Roger. So, weitere. Was ist noch? Ich hab nicht den Kontakt. Ah, jetzt hab ich das. Na gut, egal. Jetzt hab ich das, den. Wie heißt das? Oh, no. Ladungspanzer sind zu stark. Für, Adler. Okidoki. Läuft um Nemo. Tun wir hier ein paar Minen hinlegen, ne? Okidoki. Neu Problemo. Sehr gut. Was haben wir denn hier so schönes? Oh, das war's. Bisschen schauen. Okidoki. Ist gar nichts, okay. Neu Problemo. So, wir brauchen wieder Dings. Tun die mal kalt auf. Koordinaten erfasst. Angriffsformation. Genau. Koordinaten erfasst. Zielvektor erfasst. Oh! Oh, crazy. Das ist auch geil. Habt ihr gerade. Das ist auch gerade so ein Scan gerade gewesen. Ne? Interessant, dass die. Wenn ein getarnte Einheit diese. Sie angreift, dass die. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Dass die, ja, eben, scannen. Ja. Alright, sehr gut. So, was ist hier noch? Ah, ist auch einer, sehr geil. Komm. Kills, jawohl. Sehr geil. So, wenn hier ist es schön. Oh, hier haben wir das. Okay, jetzt scannen die nicht mehr. Vielleicht sind sie. Ah, guck, jetzt haben sie gescannt. Ja, da hat man es gesehen. Ah, ja, toll. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, was haben wir hier? Auf ein Marine. Roger. Ja, Angriff. Angriffsformation. Roger. Alright. Weiter, Commander. Roger. Tun den mal so angreifen. Okay, der bewegt sich doch. Alright. Weiter, Commander. Komm, töte ihn, töte ihn. Ah, oh, schade. Angriffsformation. Oh no. Wieder tarnen. Den töten noch. Den, jawohl. Ah, kann ich hier auch das angreifen? Okay, egal. Ja, wir machen das jetzt mal so. Was soll's sein? Schauen jetzt einfach mal. Oh, das war's? Haben wir hier so. Ist auch eine Rampe. Okay. Hier ist gar nichts, hey. Das ist so komisch. Warum ist hier denn nichts? Neue Probleme. Ach, das wird immer noch angezeigt. Fuck me. Oh, das war's. Oh. Hier sind. Okay. Ah, hier ist auch was. Alright. Ich weiß, was ich mache. Ey, das fuckt voll ab, ne? Ganz ehrlich, das fand ich richtig ab. Ich tu mal. Obwohl, ne? Ja, doch, doch. Mach die mal kaputt. Alright, da, auch der Kontrollzentrum von den Gegnern habe ich jetzt, ne? Übernommen. Naja, genau. Auch Espinas, das ist sehr geil. Alright.
wir brauchen ein paar mehr Einheiten. Und ich baue mal hier auch ein paar Dings hin. Ein paar Dinger, ne? Wie wär's, wenn ich... Habe ich Nuklearraketen? Warte mal. Ah nein, okay, sehr gut. Bauen wir mal. Ich baue mal ein paar Goliaths. Und ich mache weiter Marines, weil ich mag die Marines. Ja. Das ist auch sehr geil. Und ich kann hier, ich sehe es gerade, dass wir hier eine Nuklearrakete machen können. Ne? Und ja, wir können auch logischerweise ein paar Raumjäger machen. Ich hätte jetzt fast sogar gesagt, dass ich kein Forschungsschiff mache. Ja? Weil eben die halt getarnten Einheiten haben eigentlich. Also Raumjäger sind auf jeden Fall nicht getarnt. Deswegen weiß ich es nicht. So, ich mach mal hier. Na, wieder hier. Ich finde diese Zoom-Funktion so geil, ganz ehrlich. Ich finde es richtig geil. Schon wieder eine Stunde lang. Boom! Ich finde es so geil, ey. Wir machen mal das. Und dann nehme ich mal ein paar Marines. Die sollten die töten. Wo habe ich denn meinen anderen Ghost hier? Den tue ich auch mal benutzen kurz, warte. Jawohl. Bam. Und jetzt Stim. Angriff. Ich habe keinen verloren. Alright. Oh. Ah. Ah, wegen der Mine. Der wurde wegen der Mine. Oh no. Ah, damn. Jetzt habe ich alle. Jetzt verliere ich alle wahrscheinlich. Ah nein. Ja, gut. Oh. Was? Oh, shit. Jetzt habe ich die beiden Ghosts verloren. Mal ein paar Ghosts. Bam, Alter. Ey, die Siege Tanks, ne? Ja, Sir. So stark. Ich tue auch mal hier die Wing holen. Der muss repariert werden, ne? Ein paar Ghosts. Was soll sein? Lader. Also ich habe ja drei Upgrades, also Level 3 Upgrades. Übrigens auch, ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, aber jede Einheit hat ein bisschen mehr Platz, also verbraucht ein bisschen mehr Platz. Marines tun eine Platz verbrauchen, ne? Und oh. Weiter geht's. Oh no. Oh no. Was meinte ich damit? Ja, Sir. Weiter, Commander. Ja. Befehl ist, Sir. Lufteinheit und so. Wird ausgeführt. Komm mal her. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Also Marines, Ghosts, Feuerfresser, ja, und WBFs. Alles klar, tun einen Platz im Landefrachter
verbrauchen. Das bedeutet 8. Ja, Sir. Ist mir acht, ein Vergnügen, Sir. Absolut. Also 8 Einheiten von dir der Art. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Komm mal, ne? Absolut. Hier waren jetzt auch Geschütztürme. Ist schon komisch, warum weiter hier geht's. Jetzt welche sind und. Wird ausgeführt. Absolut. Oh, ich kann hier. Oh. Oh, geil. Guck mal, ich kann hier angreifen. Ich hab den High Ground sozusagen. Die haben ja gar keine Abwehr, das ist auch lustig. Schon gut, geil. Machen wir ein paar mehr Tankies. Hab ich jetzt gesagt. Und, oh, ich mache auch mal ein paar Feuerfresser. Why not? Ja, Sir. Ja. Wo sind die Landefrachter hier? Hab ich beide? Ich hätte doch beide hier. Ah, da. Ich tu mal hier Angriff machen. Ja. Ja, Ghost, Goliaths tun 2, genauso wie Adler. Und ja, wie heißt es, die. In die Panzer tun 4 machen. Ja? Also 4 Einheiten quasi. Ja. Also es bedeutet, man kann 4 Goliaths oder 4 Adler in ein Landefrachter packen. Oder halt variieren. Und eben 2 Tanks. Ah, das ist schon voll. Okay, alright. Ja, Sir! Zielgebiet! Ja, Sir! Absolut! Alles fest! Ja. Ja, Sir! Haben wir Einheiten hier, ne? Ich mach auch mal ein paar Versorgungsdepots wieder, weil wir brauchen wieder ein paar, ne? Ich höre. Dann können wir mal da hingehen. Verstanden. Ihre Streitkräfte. Ziel wird ausgeführt. Und hier können wir auch Minen legen. Das war's. Okidoki. Die Minen, wie gesagt, sind ja auch dadurch, dass sie sich so eingraben, wie sie sich. Also ich lege sie hier, ne? Jetzt sind sie nicht eingegraben und dann. Sind sie eingegraben, ne? Oh, das war's. Zielgebiet? Ist mir ein Vergnügen, Sir. Wird ausgeführt. Zielgebiet? Wird ausgeführt. Befehle, Sir. Oh, guck mal, die greifen mit Landefahrten an. Geil. Ist was? Guck mal, hier ein paar Minen legen auch. Da noch. Okay. Angriffsformation. Oh! Wo hab ich denn. Da. Ah, geil, die haben den selber schon gekillt. Lol. Hey, krass, so stark sind die mittlerweile. Ey, Level 3, ne? Upgrades sind schon krass. Also, ja, komm. Ich höre. Was soll's sein? Also los, ich. Oh ja. Ich bin da. Und ich mache auch mal noch eine Nuklearrakete wieder. Ne? Ja. Ich
paar mehr Goliaths, weil ich habe ja gesehen, die greifen wieder mit Dings an, ne? Noch ein paar Dings. Davon noch ein paar und. Oh ja. Ghosts. Machen wir mal Ghosts auch. Weißt du was? Ich mache auch mal ein Forschungsschiff. Why not? Koordinaten übermitteln. Befehle, Sir! So. Sag, was da ist. Let's go. Schon mal hier hin. Und ich tue. Ja, genau. Das meinte ich mit dem Post, ne? Oh, schauen wir mal. Was haben die denn hier alles? Das ist die zweite Basis anscheinend. Alright. Na, guck mal, die haben sogar ein bisschen was. Nice. Ich glaube, ich mach. Wo will ich denn? Ich mach das mal hier hin. Ja. Systeme funktionsfähig. Ist was? Alles klar, hier damit. Oh, sehr geil. Und ich mach mal hier. Hat jemand einen Dings der Platte? Mehr Depots. Nice. Ich hab immer noch nicht. Ah krass, weil ich so viele Einheiten baue. Oh, nice. Ich will den mal wieder reparieren hier, ne? Alles bestätigt. Groß erstattet Bericht. Guck mal, die haben. Oh mein Gott, die haben voll viele. Verloren, ey, krass. Hier ist auch noch. Habe ich noch 200 wieder, kann ich voll. Meldebereitschaft. Ja. Alright. Ich bin da. Ja, Sir! Weißt du was eigentlich? Koordinaten übermitteln. Whatever. Roger. Greif an einfach. Angriffsformation. Ja, doch, greif an. Roger. Ich bin da. Aber am besten die. Koordinaten empfangen. Speziell mal hier angreifen. Angriffsformation. Oh, no. Wir sind in der Halle. Okay. Hier auch die. Nochmal. Mal tarnen. Bam. Hier das. Ah. Übrigens, für die Leute, die es auch interessiert, Minen, ja, hier die Minen, wenn die explodieren, kann es auch sein, dass meine Einheiten beschädigt werden, wenn sie in der Nähe sind, ne? Also es ist immer wichtig zu schauen, dass man quasi die Minen irgendwo hinlegt, wo es logisch ist, wo der Gegner quasi ist, ne? Da haben wir es doch, da haben wir es doch. 1:19, damn. Also quasi 1,5 Stunden. So. Alright. Fertig? Nein? Was ist denn noch? Wo ist denn noch was? Ist hier noch was oder wie? Oder hier vielleicht? Ah, hier kann vielleicht was sein.
Ah, nein, okay. Alles fertig. Hier ist nix. Alright. Und hier? Nein? Hier? Ah! Hier. Und? Ah. Wird auch Zeit. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Okay, nee, hier ist nix. Dann ist hier tatsächlich was. Ah, ja. Mhm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Weißt du was? Ich mach mal. Jawohl, ich glaube. Bin mir gar nicht sicher, ich glaube. Der Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum. Also, wenn es keinen Anschluss quasi hat, ne? Dann zählt es nicht mehr zum Gegner dazu, ne? Oder generell zu der. Also wenn ich jetzt auch, sagen wir mal, ich verliere hier jetzt die Fabrik, dann ist glaube ich die Werkstatt, dadurch, dass sie kein Connection hat zu einer Fabrik, also zählt sie quasi nicht, ist quasi sozusagen besiegt. Ne? Deswegen kann ich die glaube ich jetzt am Ende nicht mehr stehlen. Ich möchte den Raumhafen mit einer Yamato-Kanone töten. Ja. 260, nicht vergessen, ne? Also es muss ein wenig abbrennen noch, aber es ist okay, weil wir brauchen eh noch wenig Energie. So. Genau. Jetzt. Bam. Wird auch Zeit. Ah, fertig. Hier ist Duke. Die Emitter sind aufgebaut und online. Wer hat die Aktivierung der C-Emitter autorisiert? Ich, Lieutenant. Was? Der Einsatz gegen die Konföderierten auf Antigua war schon schlimm genug. Aber jetzt wollen sie die CERN gegen einen ganzen Planeten einsetzen? Das ist Wahnsinn. Sie hat recht, Mann. Denken Sie noch mal drüber nach. Ich habe es mir gut überlegt. Glaubt mir. Eure Befehle. Führt sie aus. Victory. Hä? Die wollen jetzt echt die Zerg gegen einen Planeten einsetzen, dass er überrannt wird von den Zerg. Digga, was? Also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben in der Story, ich sag's 100 Mal. Der Psi-Emitter, ne, ist dafür da, hat man ja auch schon gesehen in der Besprechung, dass man die Zerg unlockt. Ja, deswegen haben wir in der letzten Mission, Nummer 7, den Psi-Emitter in der Basis platziert, quasi. Ja? Und jetzt tut er echt den Psi-Emitter aktivieren, der Minsk. Was halten wir davon? Die Zerg gegen Planeten? Na gut, hey, na gut. So, yes. Ja, wir haben diesmal, ihr habt es auch gesehen, ne? Wir haben diesmal zwei Enemies, ja? Delta und Omega Squadron, wie Dirk es gesagt hat, ne? Genau. Beides Konföderation, wir waren wieder die Söhne von Kohal, ne? Und ich habe 1,5 Stunden gebraucht. Damn. Oh mein Gott. Oh. Ich meine, in der letzten Mission, Mission Nummer 7, war es schon krass, wie groß die Basis von der Konföderation ist, ne? Aber jetzt hatten die ja zwei Basen und die waren eigentlich auch ziemlich groß, muss ich sagen. Ich glaube, nicht ganz so groß wie die Basis in der letzten Mission, aber trotzdem. Na gut. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen mal wieder, ja? Ich hoffe auch, dass ich wieder für euch nicht zu viel gebabbelt habe. Ne? Alles andere, sage ich jetzt mal, bin ich mal gespannt, wie so ein in der nächsten Mission vorangeht. Ne? 9. Mission. Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert durch Duke, dass man den schweren Kreuzer bekommen in der nächsten Mission, ne? Also hier haben wir ja jetzt nur Duke bekommen als Held und in der nächsten Mission bekommen wir einfach einen schweren Kreuzer.
Genau. That's right. That's right. Und, ja. Das ist ja auch schon Mission Nummer 9. Ich habe es gerade überlegt. Wir sind ja jetzt schon, also das ist ja jetzt schon Mission 8, die ich abgeschlossen habe. Dann ist eine Mission Nummer 9. Und quasi ist dann nach Mission Nummer 9, ja, die letzte Mission der Terraner. Und dann geht's schon zu den Zerg. Also crazy. Crazy, crazy, crazy. Ja. Alright. Mi friendos. Ich hoffe, ihr habt es echt genossen, ja. Lasst ein Like da wieder, ne? Immer ein Like da lassen. Abonnieren am besten, das hilft mir wirklich sehr. Und halt und schreibt auch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, okay? Schreibt es mal echt in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wie ihr so dieses Spiel einfach bisher findet, ja? Wir haben jetzt bisher eigentlich alles ein wenig so durchgespielt, ein wenig so, ne? Ja. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Übrigens, Gönnergy, ne? Richtig geil. Richtig geil. Alright, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. Peace. Ich muss mir noch ein Outro überlegen irgendwann. Aber ja. Ciao, ciao. Alright. Ciao, ciao.